Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, Tarkov, eine Runde, ne? Ich habe ein paar Quests abgegeben und mal geguckt, was ich so ein bisschen für den Hideout brauche. Und versuche das jetzt auf Ground Zero mir zu organisieren. Dann bin ich immer noch dabei, die Lags zu fixen. Es wird jetzt immer noch ein paar kleine Lags geben. Ich bin da aber etwas auf der Spur und versuche es weiterhin. Ich bin da so ein bisschen in der Zwickmühle jetzt. Einerseits möchte ich Tarkov-Content machen, andererseits will ich, dass es flüssig aussieht und gut aussieht und dann macht es auch einfach mehr Spaß zuzuschauen. Ich muss jetzt auf der Karte einmal den Laborwissenschaftler finden, dann den Car Extraction, also das Auto nehmen, das ich bezahlen muss. Ich habe Geld dabei. Und das Maschinengewehr finden. Ich weiß, wo alles ist. Ich werde versuchen, alle drei Aufträge abzuschließen. Und ich hoffe, das stimmt, dass Battlestate Games diesen Monat noch ein Update rausbringt, das PvE lokal läuft. Ja. Und um das nochmal klarzustellen, ich hatte am Wochenende jetzt eine Diskussion auf YouTube in den Kommentaren. Die habe ich. Ja, habe ich dann wieder, weil es mir zu blöd war, habe ich das Ganze dann wieder entfernt. Absolut unnötig. Lukas, hi, grüß dich. Ich habe nicht die Unheard-Edition gekauft. Ich bin Besitzer der EOD-Version. Ich habe kostenlosen Zugang zu PvE bekommen. Ich würde niemals so viel Geld in die Hand nehmen, um PvE spielen zu können. Das würde mir gar nicht einfallen. So viel Geld habe ich auch gar nicht. Und ich finde es eine Frechheit, dass die dafür so viel verlangen. Und das Problem ist ja nicht, dass der PvE-Modus für 250 Euro nur da drin ist, sondern das Problem ist, dass man für 250 Euro da auch Pay-to-Win-Mechaniken bekommen hat und verschiedenste Dinge, die ein Problem im Balancing darstellen und das Spiel grundlegend verändern, wenn man die Unheard-Edition hat, dass man sich Freunde mit reinholen kann und lauter solche Späße. Da liegt das viel größere Problem und nicht unbedingt jetzt im Preis. Der Preis ist natürlich schon auch heftig, aber diese Pay-to-Win-Mechaniken, die da dabei waren und so, das gab ja den Aufschrei hauptsächlich dann auch deswegen, zusammen mit dem Preis. Man kann aber den PvE-Modus kann man einfach für einen Zehner nachkaufen. Man kann sich die ganz normale 50-Euro-Version kaufen und dann zahlt man noch einen Zehner und dann hat man den PvE-Modus. Also das mit dem PvE-Modus, das ist natürlich, ich denke, ich habe das richtig verstanden auf deren Webseite. 10 Euro kostet der Koop-Modus und das ist ja der PvE. Ach, guck mal, unter 10 Minuten. Auf unter 10 Minuten habe ich gehofft. So, da geht's los. Also, gucken wir mal, wo der Spawn ist. Ah ja, hier sind wir. Alles klar. Also erstmal, das sollte ein Easy Run werden jetzt. Ich guck hier immer wieder mal auf meinen Kontrollmonitor, wie es aussieht mit. Ich will hier nicht unbedingt looten, das ist alles so offen. Wie es aussieht mit der Aufnahme, ob die irgendwie laggt und der Stream natürlich. Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach einer Lösung. Und da ein bisschen im Zwiespalt. Ich will euch Tarkov-Content liefern, weil das gut auf YouTube läuft. Ich will aber auch ordentliche Qualität liefern, weil mir das persönlich wichtig ist. Kann man hier was looten? Nee. Früher ganz gern COD gespielt, aber jetzt nur noch Soulspawn Games. Aber Shooter-Games sind geil. Ja, voll. Macht mir auch mega Bock. Und Schalli? Schalli läuft. Keine Ahnung, ob das was wert ist. Ich nehme es einfach mit. Ein riesiges Magazin, nice.
PE. Ich habe keine Ahnung, ob die Munition gut ist. Den Rest nehme ich jetzt nicht mit. Kann man hier in irgendwelche Türen rein? Nee. Mal kurz horchen. Ja, was? Rechts. Hier irgendwelche Türen offen? Nee. Ich glaube, das ist ganz cool. Konnte man hier hoch? Weiß nicht, ob es da höher geht. Ich guck mir mal kurz an, was hier oben los ist. Hier ist schon ein bisschen was los. Um was geht's? In Tarkov wird man auf eine Map geschmissen und muss dann schauen, dass man wieder rauskommt. Und auf dem Weg zum Ausgang, US, keine Ahnung, ob die was taugt, AP-Munition, weiß ich nicht. Auf dem Weg zum Ausgang versucht man, sich die Taschen voll zu stopfen. Mit allerhand Zeug. Das Krasse ist, dass das Spiel halt sehr versucht, sehr realitätsnah zu sein. Sehr detailliert ist, was auch die Mechanik und alles betrifft, das Gunplay und so. So, ich weiß, dass da draußen immer noch einer rumgammelt. Es wird aber ein Scav sein. Und da hinten ist mein Quest-Objective. Genau, Quests gibt's dann auch noch. Online, ich spiele nur offline. Hier, jawohl. Teilauftrag abgeschlossen. Nice. Wie man reden gehört. Ich fühle mich jetzt hier nicht so sicher, ehrlich gesagt. Normalerweise spielt man es online und gegen Spieler ist das voll krass, also sehr intensiv auch. Da draußen stehen PMC-Bots. So, dann werde ich jetzt mal die Position wechseln, weil die jetzt ungefähr wissen, wo ich bin. Hier ist einiges los.
Heute nur Tarkov, ja. Mal gucken. Also mal schauen, wie es läuft auch. Vielleicht gibt es noch irgendwas anderes, aber eigentlich ist erstmal nur Tarkov geplant. Mal kurz umpositionieren. Ich habe da schon jemanden wieder laufen gehört gerade, links von mir. Oh! Von wo hat der jetzt geschossen? Da. Hier ist ganz schön was los, ey. Den PMC-Bot, den ich da vorhin gekillt habe, den würde ich gerne looten. Aber da. Ich weiß halt nicht, was hier noch so los ist. Hab ich den erwischt? Nee, da steht er. Oh. Läuft. Wir haben gerade jemanden Englisch reden gehört. Der war aber näher dran als der Boy eben. Ich glaube, der steht hier direkt, ja. Muss mal kurz mein Magazin nachladen. Oh, oder auch nicht. Kann jetzt überhaupt nicht ausmachen, woher das kam. Das ist nix. Bei der US-Muni bin ich mir auch nicht sicher und die HP ist, glaube ich, auch Quatsch. PE, ja, keine Ahnung. Ich kenne mich halt nicht 100% aus mit den Dingen, die es hier gibt. Denke, das hier. Nee, du bist doch nur ein Scav. Ja, den brauche ich nicht looten. Ich glaube, von irgendwo da drüben hat einer auf mich geschossen. Helm will ich auf jeden Fall haben.
Dein Dogtag auch, warum nicht? Au, 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 nicht gut. Der lebt immer noch, der Hund. Jetzt muss ich dann langsam mal aufpassen. Ah, Mist. Ah, da hat er mich erwischt. Da hat er mich erwischt, der PMC-Bot. Bis dahin lief's echt gut. Dann hat er mich erwischt. Schauen wir nochmal kurz rein, wie viele Kills ich gemacht habe. Ah ja, 13 Kills. Ah, ärgerlich. Eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ich den noch killen kann. Ich habe hier nochmal einen Jusek gekillt. Ist der... Wait. 13,7. Und er ist bei 13,23, ist er verblutet. Oh nein. Ah, er war so gut wie hinüber. No. Verdammt. Ah. Ja, ärgerlich. Ich werde mich neu ausrüsten. Hi. Eventuell schiebe ich diesen Raid jetzt einfach mit dazu. Hinten an den anderen ran. Weiß ich nicht. Der letzte ist nicht ganz so gut gelaufen. Ich wurde weggeschossen. In diesem habe ich nur eine Pistole dabei. Schauen wir mal, wie es läuft. Wird schon klar gehen mit der Pistole, oder? Sicher. Die ziehen wir jetzt ab. Pistol Action. Let's go. Ah, ich freue mich schon. Ich mache jetzt hier ja diese Anfangsquest. Ich freue mich schon ein bisschen drauf, dann auf die anderen Maps zu kommen. Wo ich mich auch einen Ticken besser auskenne. Wobei ich, die Map ist ja nicht so groß. Da kommt man schon schnell rein. So, Pistol Action, let's go, habe ich Bock drauf, oh nein, es regnet voll, ich hasse das, oh, es ist so ein nerviges Geräusch, hey, ist hier direkt Loot, hallo, da wo die Penner hausen, da muss doch Zeug rumliegen, oder nicht, nee, anscheinend nicht, ah, wir sind ziemlich flott unterwegs nur mit Pistol, das ist natürlich ganz geil. Oh ja, jetzt. Aber wie ist Pist, ey? So, da drüben kann einer spawnen. Und ich glaube hier auch. Diese Statue hat mich gerade schon ein bisschen erschreckt. Ganz kleines bisschen. Oh. Ein frischer Helm. Nehme ich. Und Milch natürlich auch. So, wie mache ich's jetzt? Ich glaube nicht, ich glaube, ich sollte nicht da vorne rumlaufen. Ich gehe unten rum. Auf die andere Seite rüber. Ist das hier ein Loot-Rucksack? Nee. Ah. Oh, noch einer.
Ah, die hässliche Tots. Die brauche ich für eine Quest später mal. Ich nehme sie mal mit. Deine Shotgun nehme ich mit zum Kämpfen. Ja, ich bin immer noch in dem Aufnahmetag, in dem ich, wo ich das Problem der kleineren Lags in der Aufnahme nicht fixen konnte. Wundert euch nicht. Aber ich gebe mein Bestes, wirklich. Ich habe das ganze Wochenende recherchiert und ausprobiert und Dinge getan. Daher kam ja auch die Bonusfolge mit der Testaufnahme. Heute wieder viel recherchiert, nachgeguckt. An meinem Computer liegt es auf keinen Fall. Der sollte das eigentlich locker hinkriegen. Und es ist auch kein KI-spawned ins Spiel-Lag oder sowas, den ich hier bei mir auf dem Bildschirm sehe, sondern es sind tatsächlich hauptsächlich Lags. Oh, etwas Ruhe. Ich will hier schnell wieder raus. Ich habe keinen Bock auf die ganze Zeit Pissregen, ey. Ja, ein Feuerzeug, das brauche ich. Ich werde jetzt versuchen, zügig Oh, da ist einer. Ich habe ihn gerade gesehen. Wo ist er hin? Ich guck mal von oben. Wie komme ich rauf? Hier. Rechts die Straße runter wird rumgeballert. Wurden auch Kills gemacht. Ich kann leider den Sag mal, würdest du bitte? Danke, da ist noch einer. Hilfe! Könntest du bitte umfallen? Danke. Wow! Gut. Hey! Von da hinten jetzt der nächste. Das war knapp.
alles gut. Hör auf, hier rumzuhusten. Ich hab dich. So, haben wir dann langsam alles. Kumpel? Sag mal. Wo schieße ich denn hier gegen? Da kommt ja nichts an bei dem. Lol. Was ist mit ihm? Na bitte, geht doch. Mein Helm hat ein bisschen was abgehalten, würde ich sagen. Jo, der wurde auf jeden Fall getroffen. So, einmal restacken und... Verwenden wir nochmal das. Da müsste jetzt eigentlich erst der Kopf passieren. Jawohl. Ich glaube, der da unten, der hier vor mir, unterhalb, das war, glaube ich, ein PMC. Ah, die ist schon voll. Sehr gut. So, dann laden wir auf jeden Fall auch einmal die Shotgun, die Shotgun nach. Mit einer seltsamen Waffe, aber vielleicht. Ah, da draußen rennen wieder welche rum. Zwei, die ich jetzt gesehen habe. So. Kann ich dann jetzt langsam mal darüber laufen, wo ich eigentlich hin will? Ich hoffe es. Metallschere, die brauche ich später auch zum Upgraden vom Hideout. Ne, du bist nur ein Scav. Hätte mich auch gewundert mit der Waffe. Wo sind sie? Schon wieder Stimmen gehört. Schwierig, schwierig. Ich will eigentlich darüber. Ich glaube, ich versuch's einfach. Oh, da ist einer.
Sag mal, könnten Sie dann bitte sterben? Oh oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich glaube, das war ein PMC. Oh, 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 oh. Er rennt in mich rein. Ah, oh, er rennt in mich rein. Und dann wusste ich nicht mehr, wohin gucken. Shit. Und der zweite Raid in Folge von einem PMC-Bot. Hä? Aber das ist nicht der, der da auf mich zukam. Achso, das bin ich hier. Okay, 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 alles gut. Ah. Moment, ich zeige es euch nochmal kurz. Ja, der letzte, das war tatsächlich ein Bär, so wie ich es vermutet habe. The High Fall hieß der Bot. 13 Minuten, 10 Kills. Leider auch der zweite Raid, der in die Hose gegangen ist. Jetzt wird es dann langsam eng mit den Sachen. Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten. Grüßt mich nochmal aus. Wir sehen uns im nächsten Raid. Tschüss.